Bibliothek erleben. So heißt die neue Fotoausstellung von Thomas Ritter, die seit Freitag eröffnet ist. Zu sehen gibt es Arbeiten aus den letzten 18 Monaten, die aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit für die Stadtbibliothek heraus entstanden sind. Ulrich Pfälzer mit dem Buch Teil der Lösung, der hat ja sehr lange auch gelesen, wie man sieht. Und ich finde, an dem Bild sieht man sehr schön, wie er sich in dieses Buch richtig rein vertieft und hat dann so lebhaft gelesen, was sehr spannend war, wenn man dann Autoren erlebt, die vor Publikum lesen und auf einmal so in sich versunken sind. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt oder in Erinnerung hast. Der war auf einmal ganz für sich. Der hat laut gelesen, aber das Publikum war... Thomas Ritter hielt ganz bewusst seine Fotos in Schwarz-Weiß, um von dem Wesentlichen nicht abzulenken. Und auch wenn die Fotos auf den ersten Blick immer das Gleiche zeigen, haben sie doch alle verschiedene Aussagen. Es ist, ja, die Bilder sind mehr oder weniger schon immer wieder dasselbe, aber es sind natürlich immer unterschiedliche Personen. Sei es, was eben sehr spannend war, der Friedrich Schorlemmer, der hier wirklich als Entertainer regelrecht das Publikum unterhalten hat. Oder hier John von Düffel, dann eben im Kleistmuseum. Und das ist einfach immer wieder unterschiedliche Charaktere. Und das sind ja nicht nur die Veranstaltungen Wissen trifft, sondern eben auch in der Kinderbibliothek, die Vorlesewettbewerbe und viele andere Veranstaltungen, sodass es nicht wirklich immer wieder dasselbe ist. Eher durch einen Zufall ist Thomas Ritter zu der Ausstellung und zu den Fotos gekommen. Zu den Bildern kam es, weil ich mit Herrn Dr. Wissen im Anfang vergangenen Jahres irgendwie mal Kontakt gekriegt hatte, wir ins Gespräch kamen und er jemanden suchte, der von seinen vielen, vielen Veranstaltungen hier im Hause Fotos macht. Wenn man Fotograf ist, bietet sich das natürlich an. Also haben wir eine Ehrenamtsvereinbarung getroffen, sprich ich fotografiere regelmäßig für die Bibliothek. Ja, und dann haben wir Anfang dieses Jahres geguckt, so viele Bilder schon bei rausgekommen. Hat ein bisschen gedrängelt, der Dr. Wissen, dass wir da nochmal eine Ausstellung draus machen. Ja, und nun sehen wir unter anderem eins von 14 großformatigen Bildern, die hier hängen und zusätzlich noch 42 kleine Bilder, die in den Schaufenstern hängen, sodass man die auch außerhalb der Öffnungszeiten ein paar Bilder zumindest sehen kann. Dr. Wissen, Leiter der Stadtbibliothek, verbindet mit den Fotos ganz besondere Erinnerungen. Eben weil er auch durch Wissen trifft, das Kulturgespräch an der Oder bei fast allen Veranstaltungen selbst dabei war. Also es sind natürlich schöne Erinnerungsstücke, nicht nur Thomas Meinecke, auch die ganzen anderen Autoren, die man sich hier anschauen kann, wenn ich hier rumgucke, Erich Löst war da, Benedikt Belz war da, Jana Hensel war da, Ulrich Pfälzer war da, wir hatten einen Preisträger aus Finnland hier, das sind eigentlich hatten die Fotos einen dokumentarischen Zweck und eben, dass man es auf der Homepage veröffentlichen kann. Aber die haben eine solche Qualität, diese Fotos, dass wir der Meinung waren, die muss man einfach auch nochmal rückwirkend dem Publikum zeigen, den Bibliotheksbesuchern zeigen, dass man klar sieht, was hier alles zu erleben ist. Doch es gibt noch mehr zu sehen. Neben den 14 großformatigen Fotos gibt es noch 42 kleinere Bilder in insgesamt 7 Mobilis, die unterschiedliche Szenen des Bibliotheksalltags widerspiegeln. Bis zum 22. September werden die Fotos von Thomas Ritter noch im Gebäude 1 der Stadt- und Regionalbibliothek zu sehen sein.